Mit 66 Jahren fängt ihre zweite Karriere an. In der DDR war sie Frontfrau der Frauenband Mona Lisa. Und jetzt ist sie auf dem besten Weg, Germany's Next Topmodel zu werden. Herzlich willkommen, Lieselotte Resnicek. Das, was Lieselotte da in den letzten Wochen erfahren hat, das ist wirklich auch mal, die hat so, du kannst dir nicht vorstellen, bei Instagram und Social Media hat sie abgeräumt, am meisten von allen. Ich habe reingeschaltet, dass sie bei Germany's Next Topmodel. Einen Tag habe ich geguckt und auf einmal sehe ich sie und sage, wer ist das denn? Ja, wer ist das denn? Das, meine Damen und Herren, wollen wir heute mal klären. Wer ist das denn? Diese Frau, die genau das eigentlich beherzigt, ohne das vorher gelesen zu haben, was Bettina uns mit auf den Weg gibt mit ihrem Buch. Macht doch mal was, womit ihr vorher nicht gerechnet habt. Lasst es doch mal drauf ankommen und geht eurer Neugierde nach. Also, Lieselotte Resnicek. Lass mal weg, Lieselotte. Lieselotte hat sich überlegt, die Heidi Klum, die macht da einen Aufruf. Jetzt alterslos könnt ihr euch bei mir melden. Da rufe ich mal an. Ja. Ist das denn dein Ernst? Wir haben gesagt, wir duzen uns. Wie lange hast du denn da überlegt, ob du mitmachst? Also Kim, bevor ich anfange, über mich zu erzählen, will ich erstmal ein bisschen schmeicheln, den Alvaro. Also, oh. Jetzt muss ich nochmal. Also ich bin immer so verdammt ehrlich, das kommt auch immer nicht so gut an. Aber ich vergleiche mir was kommt jetzt denn? Aber bei dir, weißt du, ich bin ja eigentlich Musiker, ne? Und wie gesagt, ich bin kein Model. Das klären wir. Aber warte mal, also hab schon, ne, mir Mühe gegeben, wird schon langsam. Nein, aber weißt du, Musiker, die selber Songs schreiben, sind einfach ehrlich, authentisch. Mhm. Und das ist ein riesen Geschenk, dass wir Musiker, ich habe auch früher meine Songs selber geschrieben, ob die nun schön waren oder nicht, aber das war ich selber. Ja, jetzt bin ich bei ihm hier, macht das ja, was? Ja, nein, ja. Aber nein, das... So, und also, ja, also eine Sängerin, die da alles geschrieben bekommt, ne? Und dann deine Bescheidenheit, also da denke ich, wir sind seelenverwandt, das gefällt mir derartig. Komm, Lieselotte, komm her! Wir beide! Hat sie eigentlich gesagt, nein, es ist toll, es ist wunderbar, und jetzt kommt auch in meine Arme. Lieselotte, bitte. Aber nein, das ist toll. Da möchte ich noch mal 40 Jahre jünger sein bei ihm. Hör mal, ich glaube, wir adoptieren ihn einfach alle gemeinsam nach der Sendung. Ich würde ihn nicht adoptieren. Ich hätte andere Ideen, die also Frühstücke geht so weit, aber nur noch unterhalten, wie das tut. Nein. Aus diesem Alter bin auch ich. Also, Lieselotte, wollen wir uns jetzt aber auch ein bisschen über dich unterhalten? Nee, warte mal. Ja, bitte. Nein! Ich springe ja überall im Motte-Sendung durcheinander. Nein. Noch mehr. Nein, weißt du, weil er ja auch Voice of Germany. Ja. Ne? Das ist eine Sendung, an der hast du nicht mitgemacht, sondern bei Germany's Next Topmodel. Genau, als Model hast du da als Kandidatin bei Heidi Klum mitgemacht. Das erzähle ich gleich. Nur pass mal auf. Der arme Moderator. Guck mal, wie du aus der Nummer hier wieder rauskommst. Mach mal weiter. Du hast ja vorher gesagt. Das ist sehr interessant jetzt. Nein, also, ich krieg gleich die Kurve. Ja. Weil mich ärgert das, wenn heute die jungen Leute, jungen Musiker, gehen in so eine Castingshow und stellen sich dahin und sagen, warum bist du denn hier? Ja, Jury, Musiker haben ja immer mehr Humor. Die Musiker, Jury, die haben immer was Kindliches. Ne? Da ist immer, na, warum bist du denn? Ja, ich will berühmt werden. Und ich will auf dem Platz sitzen, wo Sarah Connor sitzt. Denke ich mal, mein Gott, warum machst du Musik? Mhm. Ne? Also diese, und ähnlich ist es natürlich auch bei Topmodel. Topmodel ist Heidi Klum. Ne? Und wir wollen da was lernen. Also ich gehe auch mit einer Bescheidenheit daran. Und also das wollte ich nur sagen, dass mir das gefällt. Das muss man jetzt dazu sagen. Dankeschön. Das stimmt auch. Das stimmt und auch. Diese Bescheidenheit, die hast du ja auch. Darf ich dir mal kurz das Haar vom Mikrofon richten? Derweil erzähle ich ein bisschen, dass du ja jetzt noch mitten in der laufenden Staffel von Germany's Next Topmodel bist und wir jetzt nicht wissen, ob du, es kommt das Halbfinale, dann kommt das Finale, ob du da noch bist oder nicht. Das weißt du, glaube ich, weil eine Sendung ist schon aufgezeichnet und die andere ist ja live. Richtig. Darüber reden wir nicht. Das ist ein Top-Secret. Ja. Verstehe ich auch, das große Geheimnis. Das ist auch gar nicht das, was wir von dir wissen wollen, sondern wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Ja. Also jetzt erzähl mir doch bitte mal, du hast jetzt nochmal zurück zum Anfang. Du hast dich entschieden, ich rufe da jetzt einfach mal an, ich bewerbe mich. Ja. Hast du das mit deinem Sohn besprochen? Was die Nachbarn dazu sagten, war dir relativ wurscht. Ja. Und dann riefen die anderen und sagten, na, dann kommen Sie mal vorbei. Aber wie ist es dir dann gegangen? Kim, pass mal auf, jetzt bin ich wieder ganz frech. Ja. Ich antworte, ich sage jetzt mal ganz was anderes. Das war jetzt so süß, wie du meine Haare gerichtet hast. Und das hat Heidi auch gemacht. Ja, also so eine Story. Ich,
so ich bin Musiker, ja, Fotoshoot, Setcard, ich sage zu den jungen Mädels, was ist denn das, Setcard, das ist für die Designer, ne? So, und dann sagt sie, ach guck hier, und dann sagt sie, Lieselotte, sagt sie, pass mal auf, du machst hier, ich mache jetzt vor, also die Tricks, dass man gut aussieht, ich weiß das jetzt, dann machst du so, so, und dann musst du so über die Schulter gucken. Und dann hat sie gesagt, also so geht das nicht mit der Schminke. Hinten nochmal, da hatte ich ihre Stylistin, die Wimpern noch mehr. Und da hat sie auch meine Haare so, und das fiel mir jetzt ein, wie du so. Du bist wie Heidi! Wie Heidi! Liebe. Ja. Du bist großartig. Ich glaube, das ist auch das, warum Heidi sagt, die muss einfach noch bleiben. Aber du machst das ja auch. Ich meine, die Geschmäcker mögen ja unterschiedlich sein. Es gibt auch durchaus Leute, die das kritisch beobachten und natürlich sich fragen, wieso ist denn die da jetzt noch drin? Ja. Dann gibt es auch ganz andere, die vielleicht besser gelaufen sind oder so. Aber ich kann euch nur sagen, liebe alle, die ihr da kritisch hinguckt, es geht ja auch um Persönlichkeit. Und ja, die bringt genau diese Lotte. Ja. 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 Mein lieber Scholli. Ah, danke, Kim. Naja, weißt du, Kim, mein Problem ist, dass ich Musiker bin in der Seele. Und genau. Und wir sind immer ein bisschen verrückt, stimmt's, Kerstin? Ja. Wir bleiben immer, ein Gag, ich habe immer den Schalk hinter den Ohren. Und Heidi sagt, das ist eine andere Branche. Damit kennt sie sich aber auch gut aus, die Heidi, und mit der Musikbranche. Und die ist Profi. Ja. Ach so, ja. Ja, ja. Nee, aber auf, also die mit ihrem Tom. Hat viel, ja. Die hat also viel Humor, ich war angenehm überrascht. Aber auf dem Catwalk bist du nicht du selber. Du musst in dem Moment ein bisschen narzisstisch sein. Ja, du musst in dem Moment denken, ich bin die Schönste. Ja, nur das kriege ich so schwer hin. Ich gucke erstens nicht so oft im Spiegel, ich definiere mich nicht so übers Äußere. Sagst du, guck doch mal in den Spiegel, Lieselotte. Das Süße ist, ich bin ja inzwischen gut geworden. Du bist ja auch erwachsen jetzt. Jetzt wird's langsam. So, ich kann da so richtig schauspielern, ja? Und dann wie eine Lady. Nein, aber was ich so toll finde an ihr, wie mutig sie ist, dass sie sagt, die älteren Frauen, die so unsichtbar sind, ja, in der Mode, ja, wir kaufen doch die Kleider, wir haben doch ein bisschen mehr Geld als eine 18-Jährige. Und die Industrie kapiert das langsam, ne? Und die älteren Frauen sind unsichtbar. Und Heidi hat den Mut zu sagen, Mensch, jetzt niemand da ohne Altersbegrenzung. Ich habe das, jetzt erzähle ich, jetzt komme ich auf den Punkt. Ich kriege wieder Schimpfe, wenn ich immer. Aber es macht nichts. Ist ordentlich, ich bin ja. Schlimmer als ich. Da habe ich jedenfalls gedacht, du bist in Rente. 66. Also, ja, ich habe auch seriös, also ich bin ausgestiegen aus meiner Band 89. Dachte, ganz kurz, darf ich eine, ja, Klammer aufmachen? Du, ja, hast in einer der DDR-Rockbands, weil es war eine reine Frauenband. Ja, das stimmt. Und ihr wart wirklich auch erfolgreich. Ihr wart so erfolgreich, dass sogar Udo Lindenberg gesagt hat, ich würde die gerne als meine Vorband haben. Was immer aus politischen Gründen wieder nicht gegangen ist. Annette Humpe wollte euch groß im Westen rausbringen, hat auch nicht so funktioniert. Ja. Und sie ist wirklich in der DDR in einem bestimmten Segment, warst du die beste Klavierspielerin. Das stimmt. Und ja, das ist wirklich das Tolle. Du, welche hast ist die? Was? Links, oder? Links, welche? Ja. Ganz links. Links, ja. Du hast wirklich ein sehr erfolgreiches, eigenständiges, tolles Leben, was du ja mit, danke, in diese Sendung da reingebracht hast. Ja? Im Gegensatz zu all den Mädchen, die natürlich noch am Anfang dieses Lebens stehen. Deshalb, danke, fand ich das auch so toll, dass ihr da so alle groß, klein, breit, schlank, älter, jünger, also das hat mir gut gefallen. An, ja. Und du jetzt mittendrin, so jetzt habe ich dich mal kurz unterbrochen. Okay. Also, du bist Musikerin. Dankeschön. Ja, aber ich habe damit nicht kokettiert, weil ich habe damals gesagt, 89, lieber ein Ausstieg als ein Abstieg. Habt ihr euch verabschiedet von der Band? Also ich bin ausgestiegen, und da ich Frontfrau war und Songschreiberin, hatte sich das erledigt, aber diese Quälerei dann, und ich will berühmt sein, ich will auf der Bühne, das brauche ich nicht. Ich bin also bodenständig arbeiten gegangen, als Lehrerin und auch als Dozentin für Rock- und Popmusik, Gesang, mir hat das gefallen. Ich muss nicht auffallen, ich brauche nicht diese Aufmerksamkeit. So, jetzt war ich auf einmal 66, ich denke, Mensch, also das ist ja nun toll, weil du hast deine Rente, ne, und bist frei und kannst auch das machen, was dir Spaß macht. Ja, aber was? Und dann habe ich immer Heidi Klum, muss ich ehrlich sagen, immer geguckt. Ja, bin ich ganz ehrlich. Und habe immer gedacht, wir Älteren, ne? Und dann dachte ich, Mensch, ich sag zu meinem Sohn, weil was die Nachbarn denken, ist mir egal. Aber mein Sohn, ich sag, ist dir das peinlich, wenn Mutti jetzt hier, also dann lass ich, der guckt mich an, als hätte ich sie nicht alle, ne? So, und dann, ja, sagt er, ne, pass mal auf, Zellulite hast du nicht an den Beinen? Darf ich auch noch mal zeigen? Ja, ja, also, guck.
Kehle, Krampfadern und so weiter. Und dann sagt er, na, pass auf, jetzt machen wir 4 Fotos und das schicken wir da mal hin. So, und dann hat das auch noch alles geklappt. Und ich, pass auf, ich schmeiß jetzt einfach immer mal so ein paar Sachen dazwischen rein, ja, gerne, die ich einfach, weil ja, ich Fragen musst du nicht groß, stellen. Nein, weil ich es wirklich so großartig finde, wegen deines gelebten Lebens. Danke. Und ich möchte, dass das ich alle kennenlernen. Nein, mir ist wirklich, ja, mir liegt das sehr am Herzen, dass ihr das Leben von Liselotte auch ein bisschen kennt und dein Können und deine Qualität. Bitte schön, lass uns doch einmal schauen, wie du als junge Pianistin, ja, zu sehen bist. Liselotte! Nein! Ich finde, das macht sie besser als immer. Was bewegt dich jetzt gerade? Oh, du Lottchen. Du, wie bei Heidi, da heule ich auch immer so viel. Ich heule auch vor Freude oder vor Empathie. Und ich bin irgendwie dünnhäutiger geworden. Ja, ich sag mal so, ich habe das nie erzählt, dass ich Klavier spielen kann. Ja. Ne, da geht es ja nur um Schönheit. Ja. Und natürlich wurde ich da auch. Es nicht geht um Persönlichkeit, viel mehr. In der Sendung ging es bislang. In der Sendung, ja, ne? Ja. Und meine Mitstreiterinnen haben mich jetzt vielleicht langsam, aber überhaupt nicht ernst genommen. Die haben mir gedacht, die Liselotte macht wieder ein Witzchen, die hat sie nicht alle. Und leider bin ich so oft schlecht gelaufen, habe noch kein Gefühl gehabt fürs Kleid und für die Posen. Und ja, und wenn man sehr lieb ist, überhaupt in seiner Art, das wird auch oft als Schwäche ausgelegt. Ja, man wird so ein bisschen unterschätzt wahrscheinlich. Ja, ne? Aber ganz schön. Ja, und das Tolle ist aber, wie gesagt, die Heidi, wie die das hingekriegt hat, wie will man denn 18-jährige Mädchen, die also üben, die üben von 10, sie sind 10, 11, 12 Jahre, sehen die Sendung, üben das Laufen, 2 Ältere, die also Profis sind und ich komme da an, bin 3-mal von A nach B. Wie will man die vergleichen? Und man muss dazu sagen, du hast 2010, glaube ich, war das, einen sehr schlimmen Unfall erlebt. Du auf dem Moped und ein Auto hat dich umgefahren und wirklich auch lange im Rollstuhl. Und du hast eine Disziplin an den Tag gelegt und hast dich da rausgeackert und rausgekämpft. Also, und ich glaube, du hast immer noch Lähmungen teilweise im Bein. Also, du merkst, ich bin wirklich aufrichtig ein Fan. Und mir ist einfach wirklich daran gelegen, oh Gott, jetzt komm doch mal, oh mein Gott. Weißt du was? Jetzt setzt du dich mal wieder hin. Ja, ich bin ja bei dir. Jetzt genießt du das mal auch alles, was du da, ja, erlebst, weil, also nochmal, sie ist die meisten Zuspruch von jung und alt und alles mögliche an Menschen hat, weil sie so ist, wie sie ist. Und gestern habe ich in der Sendung auch gesehen, Birkencreme wär's. Also da kann ich jetzt drüber reden, das mache ich jetzt keine Werbung, sondern es ist ja ein Grund. Also Birkencreme ist das, warum du so aussiehst, wie du aussiehst, sagtest du in der Sendung. Ich komme gleich zur Birkencreme. Ich wollte nochmal schnell sagen. Na ja, ich schätze, die Sendung ist ja dann irgendwann auch, ne? Ja. Also deshalb halte ich das mal. Einsatz, ja, natürlich. Birkencreme ist wichtig für uns Frauen. Ja. Nein, überleg mal, wie die Heidi, ein Altersunterschied von 50 Jahren, wie will die uns vergleichen? Und sie hat sich eigentlich halbwegs an die Spielregeln gehalten. Ich musste da also wie eine 18-Jährige hoch mit dem Teddykleid. Ja, Bodypainting und so. Ja. Da hat Liselotte gesagt, na also nicht mit mir, also hier so halb nacksch. Aber du hast dich überwunden. So, aber jetzt noch mal ganz kurz zur Birkencreme. Ja. Kann es sein, dass du, wenn das jetzt hier alles vorbei ist, egal welchen Platz du jetzt belegst, ich meine, du bist wirklich bei den letzten sechs dabei. Auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen. Ja. Meinst du nicht, dass du jetzt so eine sogenannte Best-Ager-Karriere machen wirst, dass du abgehst wie so ein Zäpfchen und dass es jetzt richtig kracht in deinem Leben? Ich muss da lachen. Also wirklich, an sowas habe ich eben überhaupt nicht gedacht, an Karriere oder was da kommt oder Folge 1, 2, 3. Ich habe mich jedes Mal gefreut, mir Mühe gegeben. Und Und dann gucke ich, ich würde gerne eine Creme entwickeln. So, das halten wir jetzt mal fest. Liebe Hersteller, Produkthersteller oder was auch immer, ihr habt das beste Werbegesicht hier. Und weißt du was? Aber da ganz kurz, diese Birken, was ist das? Birkencreme? Wenn man sich damit von Kopf bis Fuß eincremt, dann sieht man so aus wie du. Das ist das Nutzen. Heidi war wie verrückt. Sag mir, Creme, was nimmst du? Und dann auch hier von der Harper's Bazaar hier, Die Kerstin. Die Kerstin, ne? Ist niedlich, da sind wir Frauen alle gleich am Ende.
Und weißt du, was ich auch schön finde? Da habe ich auch gedacht, ach Mensch, das ist ja so richtig eine von uns. Du warst auch mit einem Jackie verheiratet. Der Bassist von Silly. Also es ist alles wirklich, als wäre eine heimgekommen und man hat jetzt mit dir, also man, als würde man dich schon länger gekannt haben. Ich freue mich sehr, dass du uns heute hier besuchst und ich wünsche dir das allerbeste. Dankeschön.